Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Wow! Springbank, 10 Jahre PX. So, Sherry Wood, Pedro Ximenez, Cask Matured, 10 Jahre alt, 55%. Campbelltown, Single Malt, Scotch Whiskey. Yay! Guck mal, UK. So, was haben wir jetzt hier? Whiskey Base Nummer 215605. Ich habe 75 Pfund bezahlt. Das wurde im Juli 2012. Denn destilliert wurde am 7. Oktober 2022 angeboten. Was haben wir hier? Wir haben einen Whisky, der 7 Jahre in Bourbon Barrels gereift ist und dann weitere 3 Jahre in frischen spanischer Eiche, in dem zuvor PX Hogsheads. Hogsheads sind immer Seasoned Casks, ja? Also Hogsheads werden im Grunde nicht benutzt in der Sherry-Industrie. So, einfach in Seasoned Fässern, denn dort spanische Eiche, PX, 10.800 Flaschen davon. Und der günstigste Preis, was man in Deutschland bekommen kann, ist 295 €. Und der durchschnittliche Preis bei Whiskey Base ist momentan 528 €. Wisst ihr noch, ich habe gesagt, ich habe 75 Pfund bezahlt. Das stimmt nicht ganz. Denn aus den 75 Pfund wurde denn dort mit 27 Pfund Versand ein Preis von 102 Pfund. Umgerechnet, meine Kreditkarte wurde mit 116 € und 17, nee, 37 Cent belastet. Dazu kam Zoll und Steuer und auch die Verarbeitungsgebühr von DHL von 43,19 € dazu. Wir sind, ich habe es geteilt, bei 159,99 €, also ich habe 20 Cent oben drauf geschlagen. So, 5 cl, meine Superfans haben das exklusiv angeboten bekommen. Lohnt sich, Superfan bei Whiskey Jason zu sein, für 10 €. Also, ein von den Dingen gehört mir, 23 sind drin, 22 habe ich geteilt und mit den restlichen 4 cl darf ich hier meine Videos auf Englisch und Deutsch machen. So einfach ist das. Womit möchte ich es vergleichen? Ich habe hier momentan eine andere Springbank, auch eine rote Label jetzt hier, allerdings eine Fassstärke. In diesem Fall, hier steht nicht Fassstärke drauf. Hier habe ich 12 Jahre alt, 55,4. Also hier keine UK Customs Label da drauf, Etikett, Stamp, wie auch immer. Und damit werde ich es vergleichen. Ich könnte, um euch einfach ein bisschen neidisch zu machen, zeigen, dass ich hier meine Springbank 15 habe. Ich habe ein Springbank 10. Ich könnte auch noch ein 18 und ich glaube, ein 21 oder 25 habe ich irgendwo gebunkert da hinten. Ein paar Springbanks habe ich. Genieße ich Springbanks? Feiere ich Springbanks? Ehrlich gesagt, nein. Ich war jetzt hier, jetzt werde ich. Ein paar Leute schalten jetzt ab, das ist okay. Ein paar Leute werden ein Abo wahrscheinlich löschen, auch okay. Ich war jetzt hier im Mai 2022 bei Springbank. Ich muss ehrlich bekennen, Glengoyne hat mir. Glengoyne. Glengyle, wow, Glengyle vom jetzt hier Kilcairn hat mir besser gefallen von der Brennereitour. Wir haben zwar beide Tour gebucht am gleichen Tag, gleiche Person hat uns durchgeführt. Springbank fand ich, und ich muss ehrlich sagen, einfach dreckig. Ja, also wirklich hat das Charakter von einem 1930 Museum von einem Bauernhof und das war irgendwie nicht unbedingt der Charme, den ich suchte dann da. Der Mashtun, oh Leute, da habe ich auch gedacht, nein, danke. Und der neue Mashtub-Bar, also zwischen, wenn man rausgeht aus der Brennerei, dahinter ist der Mashtun, haben sie neu gebaut. Das war genial. Also tolle Leute, tolle Angebote, tolle Flights, tolle Preise. Also richtig, richtig schön. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn man Springbank besichtigen kann, bitte, bitte geh hin. Also wenn du in Campbelltown bist und du hast Springbank nicht besichtigt, shame on you.
Der Giftshop, naja, wir waren morgens nicht da, sodass wir in diesem Cage dann irgendwas aussuchen konnten. Wir haben uns nicht angestellt. Irgendwie hat das nicht so gut geklappt. Was allerdings halbwegs gut klappt, und da muss ich sagen, Hut ab, Springbank. Hier ist Jay und J&A Mitchells, ist, dass ich Mitglied bin bei Springbank Society. Und ich bekomme immer wieder auch E-Mails, dass sie eine Lotterie machen. Und da melde ich mich mal einmal an und sage, hey, wenn ich die Flasche kriegen kann, nehme ich sie. Ich habe auch schon letztes Jahr eine Society-Abfüllung bekommen und auch durch meine Superfans geteilt. Ich habe dieses Jahr auch jetzt schon hier der PX bekommen, gewonnen und auch geteilt durch meine Superfans. Bedenke, aus der 75 Pfund wurde 160 Euro. Das heißt, man nimmt den Pfundpreis, multipliziert es mal 2,311111 und das ist der Preis, den man hierfür bezahlen muss. Allerdings, wenn ich schaue, was bei Whiskey Base abgerufen werden für Preise, da wird mir echt schwindelig, übel. Also da werde ich wütend, dass irgendjemand die 75 € preist, denn das ist das, was Springbank abzüglich Steuern, bla bla bla, alles bekommt. Und dann so viele anderen bereichern sich an das, was Springbank so macht. Gut, der kommt erstmal weg. Jemand hat bei Whiskey Base geschrieben, der ist im Grunde der 15er gleich. Nein, also der 10er auf gar keinen Fall. 55,4% bei Batch Nummer 22 muss das gewesen sein hier. Das war 50% Bourbon und 50% Sherry. Welche Sherry, weiß ich nicht. Genau, Batch Nummer 22. Abgefüllt am 14. April 2021. Der günstigste Preis momentan ist bei Picanells für 199 Euro. Ich glaube, ich habe 80 bezahlt dafür oder das geteilt. Und hier leider 160. Farblich merkt ihr, ohne denn zu schauen, heller, dunkler. Also kann man wirklich bei Springbank die durch diese dreijährige Finish in frischen PX und europäischer Eiche tatsächlich der Springbank Funk rausschmecken, werde ich gleich sagen. Was ich absolut, absolut cool finde, war, was hier drin steht, wenn man hier zu Springbank hingeht. Wir haben eine Kapazität von 750.000 Liter Alkohol im Jahr. Kapazität. Ich bin noch nicht mal sicher, wie man die Kapazität misst. Misst man das tatsächlich an der Hand der Brennblasen, wenn sie laufen würden 24/7? Ist das wirklich die einzige Kapazität? Denn es gibt bei jeder Brennerei einen anderen Flaschenhals. Es kann der Anzahl der Gärböttiche sein, der Fermentierungsmöglichkeiten. Es könnte theoretisch sein, dass die Mühle denn nicht so viel denn dort produzieren kann. Es kann tatsächlich hier denn in diesem Fall haben wir tatsächlich bei Springbanks, deren Flaschenhals ist eindeutig deren Malzböden. 100%, was dort einfach in diese Flaschen reinkommt, haben sie selbst gemälzt. Und das ist deren Flaschenhals. Wenn sie mehr Malzböden installieren würden, würden sie mehr produzieren können. Tun sie nicht. Sogar die arbeitet die Brennerei Springbank bei 30% Auslastung. Und das, obwohl Springbank, ich sage mit meinen Worten, die heiß begehrteste Marke bei Whisky weltweit ist. Es war früher Macallan, für mich hat sich das dann schon längst, Springbank hat Macallan abgelöst. Unter die Händler- und Spekulationsobjekte, wie auch unter das, was das normalsterbliche Mensch mal im Leben verkosten möchte. So, wir haben hier, das kann ich immer wieder so sagen, Springbank ist distilliert 2,5 Mal mit 12 bis 15 ppm und Springbank produziert ja eigengemälzte Gerste, indem es 6 Stunden lang mit getorften Rauch und danach 30 Stunden mit heißer Luft dann dort gemacht. Long Roll zum Vergleich bedeutet dann dort 5, nee, ich sag 48 Stunden getorfter Rauch. Und natürlich Hazelburn, null Rauch. So, 222.000 Liter Springbank wird produziert und ungefähr 30.000 vom Longbourn von Hazelburn im Jahr 2022.
So viel geredet, nicht mal verkostet. Lasst uns endlich damit anfangen. Ja, PX. Rosinen, Sherry, Süße. Ah, ich krieg aber, ich würde sagen, ich krieg den Springbank Funk hier. Ein bisschen Maschinenraum. Ein bisschen hier dreckig. Wie ich sagte, die Brennerei hat mir absolut als Besucher nicht begeistert. Im Gegenteil. Ich dachte die ganze Zeit, Mann, ist das hier nicht sauber. Ja, es ist so, wie es mir bei mir ankam. Ja, und manchmal frage ich mich, ob dieser Maschinenraum, dieser Funk, diese gewisse Note von Springbank ihre Ursprung irgendwo haben. Keine Ahnung, ja. Ja, hier bei der 12 ist eindeutig mehr dieses Räuchermoment, dieses Getorfte, dieser Springbank-Moment. Okay, 55%, 55,4. Ich fand den Vergleich halbwegs angemessen. Ein Finish, die Hälfte Sherry-Reifung. Tschüss. Erster Gedanke, sprittig. Ja, es ist 55%. Aber ich habe so viele Whiskys gehabt, die 55 hatten, die absolut nicht dieses beißende Jugendsprit hatten. Der ist jung, 10 Jahre ist nicht alt, alt. Die Refill Bourbon Barrels, also BBRL, glaube ich, die waren nicht die aktivsten der Welt. Die drei, oh, da kommt hier eine nette Mokka, nicht Mokka, nette dunkle Schokolade, Mokka, europäische Eiche, Moment. Frische spanische Eichefässern, also PX war drin, Hogshead, also 250 Liter Fässern dann da. Die 3 Jahre tat diese Whisky richtig toll. Der Abgang, rosinig. Bisschen getrocknete Pflaumen, leichte Johannisbeeren, jo. Auch der ein bisschen dreckig dabei, aber ist okay. Es ist nicht, wo ich sagen kann, wow. Habe ich Schwefel? Leicht, ganz leicht, also prickelt ganz leicht. Aber hot. Die Frage ist, ledrig? Ein bisschen Leder? Ah, hauch, hauch. Okay, nun, ich bin kein Springbank Jünger, Fanatiker, Fan. Ja, also Springbank ist eine dieser Brennerei, wo ich sage, ja, schön, dass es die gibt. Schön, dass andere Leute sich darüber streiten, ist wirklich nicht etwas, was ich haben muss. Ich versuche Flaschen immer wieder zu bekommen. Ich teile und mache jede Flasche auf. Und ich versuche tatsächlich da zum Selbstkostenpreis die zu teilen. Ja, ich habe 20 Cent draufgeschlagen auf eine ganze Flasche. Yay. Ich nehme 2 Euro für meine Arbeit, das abzufüllen, und 90 Cent für die Sampleflasche. Okay, aber das mache ich bei allen Flaschenteilungen, die ich hier anbiete. Da mache ich keine Sonderausnahme jetzt hier bei einem Springbank oder bei sonstigen Hyper-Hyper-Hyper-Whiskys. Es ist einfach, dass diese Whisky hier mich. Es ist ein 3-Plus-Whisky. Ja, 3 bis 3-Plus. Wer gerne PX hat, gerne, wer ein bisschen hier europäische Eiche, ein bisschen Leder, ein bisschen hier Frucht, Rosine, Pflaume. Wer ein kleines bisschen dieser Rauch. Wenn ich nicht besser wüsste, und jetzt könnt ihr mich wirklich peitschen, auspeitschen, wenn ich nicht besser wüsste, und ihr gebt mir den, könnte ich vermuten, dass das ein Buchenrauch Kreation vom Anne ist bei Ellsbury. Ja,
Also ich würde nicht zwangsläufig hier auf ein Springbank tippen. Ich würde darauf tippen, auf sehr nasse Fässern. Ich würde darauf tippen, dass das dann hier sehr, nicht sehr alt ist, aber auch mit 55%, glaube ich, ist genau richtig. Ich nippe nochmal, kommt ein bisschen Wasser rein und dann gehe ich hier rüber zum Vergleich. 3 bis 3 plus. Ja, meine Überzeugung, dass das vom Ellsburn kommen könnte, steigt. Das heißt, und jetzt ist der Kehrschluss. Wenn du nie im Leben eine Springbank bekommen kannst, aber du möglicherweise einen Ersatz brauchst, könnte ein Ellsburn mit Buchenrauch Gerste eine mögliche Alternative sein? Das ist die Frage des Tages für mich. So, meine Frage des Tages für euch allen ist, wir werden weniger und weniger und weniger Flaschen vom Springbank sehen. In Deutschland. Wahrscheinlich in Europa, um ganz ehrlich zu sein. Meine Frage des Tages, ich glaube, Jeremy und Whiskey in the Six hat das dann so schon diese Folge rausgebracht für ein paar Wochen. Welche Ersatzprodukt haben wir für Springbank? Also, wenn wir bisher das Springbank 10 gerne hatten, was könnte der Alternative sein davon? Ich glaube, die haben wir Ben Romach genannt. Wenn man den 15er bisher gerne hatte, was könnte der Alternative davon sein? Ich weiß es nicht mehr, was die da hatten. Wenn wir bisher den 12er geliebt haben, in Fassstärke ein oder zweimal im Jahr, was ist da der Alternative davon? Die meisten von uns haben das Springbank 18, 21 und 25 normalerweise nicht im Glas gehabt. Falls ja, gut für dich, cool, dass du hoffentlich ein paar gebunkert hast, denn auch da sind die Preise regelrecht explodiert. Ich glaube, der Springbank 25 ist sogar vierstellig jetzt geworden. Echt unfassbar. Das war interessant. Durch Wasser wurde der Rauch, dieses Funk von Campbelltown, hier von Springbank, besonders aktiviert. Der wurde viel, viel rauchiger. Da kamen ein bisschen mehr auch leichte Sulfate, leichte Schwefelmomente dazu. Insgesamt, ja, also wenn man ein sherry zugeklatschte Springbank haben möchte, wenn man auf PX steht und sagt, hey, Springbank in Fassstärke oder 55% möchte ich haben, ja, wenn du die Möglichkeit bekommst, den unter, keine Ahnung, ich habe, wie ich sage, 160 € bezahlt dafür, das war der Normalpreis in Deutschland, man kriegt das nicht günstiger. Also man muss Zollensteuern bezahlen, man muss Versand bezahlen. Und der Ursprungspreis war 75 Pfund. Nun, wenn du in Schottland bist und du bist sowieso bei der Brennerei, kann den für 75 Pfund kaufen, in einen Koffer stecken, nach Deutschland bringen. Oh, du Glücklicher! Aber unter 160 €, jemand hat geschrieben, wenn man den für 120 bekommt, zu kaufen. Wo, wie? Wo, wie? Also, ja, das einzige Ding, was ich denken kann, ist, dass tatsächlich irgendjemand habe, Hanseatische Weingesellschaft, hat vielleicht eine kleine Charge bekommen und dadurch wurde dann der Zollabwicklung anders gehandhabt. Keine Ahnung, aber sonst, das, was hier rüberkommt, wird in diesen Preisklasse so sein. Ich hätte mir gewünscht, natürlich, wenn Springbank das gemacht hat, was sie gesagt haben, dass ich natürlich ein bisschen weniger bezahlt habe und habe dann die Zoll in UK nicht bezahlt und in Deutschland. Aber sobald das Ding nicht überklebt wurde, habe ich beides bezahlt. So, Batch 22 von der Springbank hier 12. Meine ich, weniger Alkohol, nicht so scharf, ein bisschen Alkohol hinten raus, mehr Honig. Also, wenn ich ganz ehrlich mein Geschmacksprofil nennen müsste, wäre das 12-jährige Fassstärke hier mein von den beiden Produkten, mein Produkt, zu dem ich hintendiere. Preis-Leistung. Wenn du die Flasche bekommen kannst für unter 200 €, ich nenne einen Preis, wäre es ein 4.
Wenn du den durchschnittlichen Preis von 500 bezahlen musst dafür, ist das ein 6. Dieser Whisky ist dann keine 150, nein, 200, gar kein Fall. 400, 500 Euro, spinnst du? Also nicht das Geld wert. Sucht euch Alternativen. Und dafür haben wir den Chat unten oder die Kommentarfeld. Welche Alternativen habt ihr denn zu? Ich möchte gerne eine 10 Jahre alte Fassstärke PX Äquivalent haben zu Campbelltown Springbank Abfüllung. Was bietet ihr mir an? Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Ein letztes Mal erwähne ich die Möglichkeit, tatsächlich bei meiner WhatsApp-Flaschenteilung dabei zu sein und im Besonders jetzt hier ein Superfan zu werden. Hier bei YouTube kostet es 1,99 Euro. Bei Patreon einfach Whisky Jason eintippen, kostet es 1,19 Euro. Und da kriegt ihr die Möglichkeit, an solche Flaschenteilungen ranzukommen. Es gibt knapp 150 Leute, die schon Superfans sind. Bei 150 Leute geht die Flasche schnell weg. Und es landet gar nicht in meine normale Gruppen. Da lohnt sich denn dabei zu sein. Und es gibt viele andere Boni dabei zu sein. Alles Gute euch. Bis dahin. Whisky Jason. Ciao.